Ohne Fanschalter für im Büro-Outfit trifft man sich auf der Tribüne in der Raiffeisen Arena. Im Februar öffnet sich dieses neue Linzer Stadion als echter Leuchtturm entpuppt. Lob und Zuspruch kommen aus ganz Österreich. Mich macht stolz, wenn die Leute, wenn ich es treffe, in der Promenade, wie gehen wir da um, manchmal beim Spiel und frage, wie geht's euch, wie taugt's euch, und ich sage, hey, voll lässig, dann meine Freunde herkommen und sagen, hey, das ist echt spannend und super, und ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat, das war nichts. Ich muss sagen, mich macht das voll stolz und mir taugt das. Es ist eindeutig so, dass nach dem ersten Eindruck, der noch einmal bestätigt wird, jedes Mal, wenn ich hier gewesen bin, auch bei den Spielen der Nationalmannschaft, muss man einfach sagen, das ist derzeit europäischer Standard. Stichwort Länderspiele. Die Raiffeisen Arena hat sich bei den Quali-Matches gegen Aserbaidschan und Estland für mehr Auftritte der Nationalmannschaft empfohlen. Teamchef Rangnick war jedenfalls begeistert. Also ich bin überzeugt davon. Ich habe mit ihm auch gesprochen, wie er bei der Pressekonferenz für die ersten beiden Länderspiele da war. Ich nahm mit, sie sind wirklich begeistert von diesem Stadion, und wie man sieht und hört, könnte es ja sein, dass sie im Herbst schon wieder einmal kommen. Wenn es im Fußball gelingt, dass wir da auch international wahrgenommen werden, dass das Nationalteam öfter hier zu Gast ist, dann zahlt das alles auf dieses Ziel auch ein, und das hat daher einen größeren Nutzen als nur die Freude über den Fußballsport. In nur 16 Monaten Bauzeit hat man es geschafft, internationales Fußballflair in die Landeshauptstadt zu bringen. Es hat natürlich viele Väter und insbesondere einen, der sich da besonders angestrengt hat. Das war der Sigmund Gruber, dem man eigentlich wirklich alles verdanken kann, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Nein, wir sind als Team, haben wir das hier jetzt mit der Richtert, auch mit Unterstützung unserer Bank, auch der Raiffeisen, mit der Politik, mit dem Land Oberösterreich, mit der Stadt Linz, und die alle haben dazu beigetragen, dass wir hier das haben, was hoffentlich sehr wenig Leute auch kritisieren, und wenn der Zuspruch so hoch ist, dann freuen wir uns natürlich alle. Liegt der Ball nun also beim LASK. Die Schwarz-Weißen bleiben aber vernünftigerweise am Boden. Schauen wir mal, dass wir die Meisterschaft zu Ende spielen und uns hoffentlich für Europa qualifizieren, und dann setzen wir uns dann die nächsten Ziele wieder. Die könnten sein, irgendwann die Vormachtstellung der Salzburger Bullen zu brechen, und sollte man es bis in die Champions League schaffen, bis zum Halbfinale wäre die Raiffeisen Arena von der UEFA zertifiziert.